Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Tag Nummer 26 von meiner Low-Fat-Diät. Es ging wie immer los mit fettfreiem Müsli. Dann gab es eine Banane und eine Birne war mit am Start heute. Als großes, leckeres, angenehmes Gericht gab es ein Borschi-Special. Ein weiterer harter Tag ist zu Ende gegangen. Ich bin wirklich froh, dass ich ihn überstanden habe, denn wie ihr seht, habe ich sehr wenig Nahrung zu mir genommen, aber Disziplin, Disziplin, es hat funktioniert. Puh, und es ist nicht mehr weit, dann ist diese Diät geschafft. Dann heißt es natürlich, langsam wieder auf ein Niveau hinzubekommen, dass ich das Gewicht halten kann. Heute soll es erstmal darum gehen, was gibt es denn überhaupt für Diäten? Also, oder was ist eine Diät? Die kommt vom Altgriechischen und wurde ursprünglich im Sinne von Lebensführung oder halt Lebensweise gesehen. Sehr weise ist das, ne? Und Diäten beschäftigen sich auch heute noch wissenschaftlich mit der richtigen, also nicht mit der falschen, Ernährungs- und Lebensweise, die man so an den Tag leben sollte. Das meistens leider nicht tut. Sonst müsste man ja keine Diät machen, oder? Im deutschsprachigen Raum bezeichnet der Begriff bestimmte Ernährungsweisen, wie zum Beispiel jetzt bei mir die Low-Fat-Diät. Das ist ja ein Beispielprojekt, was wir hier abhalten, also eine der vielen verschiedenen Diäten, die es gibt, und die entweder zur Gewichtsabnahme oder Zunahme, also es gibt auch Diäten nach oben, wenn ihr zum Beispiel sehr wenig Gewicht habt, könnt ihr eine Diät machen, die nach oben euch pushen soll, ne? Also ein bisschen mehr Gewicht, also ja, das wäre schön, ne? Aber ein Nachteil ist, wenn man so ganz dünn ist, hat man kaum Muckis, ne? Das ist dann wieder nicht so der Burner. Jetzt ist mir auch das Licht hingefallen. So, jetzt wieder schön hier auf mich drauf, ne? Ihr seht, wie schwach ich doch geworden bin. Ich kann nicht mal meine Lampe halten. So, und Diäten werden auch eingesetzt, um Krankheiten zu behandeln. Wenn ihr zum Beispiel eine Krankheit habt, könnt ihr mit einer Diät dann diese Krankheit bekämpfen oder vielleicht zu einem vernünftigen Lebensweise beitragen. Im englischsprachigen Raum wird unter Diet die alltägliche Ernährungsweise eines Menschen verstanden. Unabhängig vom Gewichts- oder krankheitsbedingten Kostenformen, also die Kost, das Essen. Und umgangssprachlich wird der Begriff in Deutschland häufig mit der Reduktionsdiät zur Gewichtsabnahme, also das, was wir gerade machen, gleichgesetzt. Also Diät ist eigentlich umgangssprachlich eher so gesagt, ich bin zu fett, ich mache eine Diät. Ah, yeah. Aber das stimmt gar nicht. Ne? Es bildet somit ein Synonym zur Schlankheitskur. Diese Schlankheitskur sind wir hier gerade am praktizieren. Auch wenn es nicht mehr weit ist, doch wir haben sie ja richtig gut hingeballert. Ne? Seit Hippokrates zum Beispiel wird als Diät eine spezielle Ernährung des Menschen bezeichnet, bei der längerfristig oder dauerhaft eine spezielle Auswahl von Lebensmitteln verzehrt wird. Das heißt also, selbst wenn ihr in einer Anfangsdiät seid, könnt ihr die Diät sozusagen zu eurem Standard-Nahrungsaufnahme-Ritual werden lassen. Und das versuchen wir ja jetzt auch. Also wenn ich jetzt durch bin in ein paar Tagen, dann versuche ich langsam wieder mehr Nahrung zu mir zu nehmen. Weil es ist wirklich nicht angenehm, so richtig auf Diät permanent zu leben. Also werde ich wieder ein bisschen nach oben gehen, trotzdem wieder aufpassen, was ich esse, wie viel Kalorien ich zu mir nehme und trotzdem weniger Fett. Denn die Low-Fat-Diät ist auf Langerfristigkeit besser als die Low-Carb-Diät. Das ist zum Beispiel eine andere. Low-Carb ist die mit wenig Kohlenhydrate. Da habt ihr noch schlimmeren Heißhunger als bei der Low-Fat-Diät. Deshalb, das haben Studien so belegt. Und ich habe es selber jetzt ja auch erlebt, weil die FDH-Diät letztes Jahr, puh, die war härter. Die ging aber auch länger. Ne? Also bis jetzt freue ich mich schon aufs Wiegen. Ist ja bald. Und dann sehen wir, ob ich es geschafft habe, was ich mir vorgenommen hatte, auf die 110 Kilo zu kommen. So, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und ich hoffe, bis morgen. Soon.